Hallo zusammen. Guten Abend. Wir grüßen euch an diesem wunderschönen Abend nicht aus der Bastelgruppe Düsseldorf, sondern tatsächlich aus dem Büro der Wirtschaftswoche, aus dem brandneuen Büro der VIVO hier in unserem brandneuen Gebäude Latet im Norden von Düsseldorf. In der Toulouse Allee. Und wir sitzen hier in einer Kommunikations- oder Begegnungsecke und die sieht so aus, wie sie aussieht, dass da also so ganz viele Sachen hinten an der Wand hängen, weil wir derzeit im Entwicklungsprozess sind für eine neue Idee und ein neues Projekt. Und dann machen wir das, was man hochtrabend unter dem Begriff Design Thinking zusammenfasst in Ansätzen. Man könnte auch sagen, ein kleines Gruppenbrainstorming mit etwas ausgefeilteren Methoden, um auf gute Ideen zu kommen, was wir da in diesem Projekt, zu dem wir mehr noch nicht verraten, eigentlich alles so machen wollen. Ganz genau. Und wir haben das hier mal ganz in die Mitte der Redaktion geheftet, damit sich daran alle auch nicht nur erfreuen können, sondern eben auch inspirieren lassen können. Das ist nur eine von vielen Veränderungen, die wir hier im neuen Büro der VIVO vorgenommen haben. Das zeigen wir euch auch gleich ein ganz klein wenig, aber wir wollten vorher noch mal ein Thema reflektieren, was sehr viel mit ähnlichen Veränderungen zu tun hat, nämlich die Zukunft des Arbeitsplatzes, des Arbeitsortes, der Arbeit generell. Darüber haben wir nämlich in den letzten paar Tagen sehr viel gehört. Der Arbeitsweise. Der Arbeitsweise, der Arbeitsphilosophie. Des Grundes für Arbeiten. Des Arbeitsweils. Weils. Was ist das? Das Weil des Arbeitens. Das Weil des Arbeitens. Das Deshalb höre. Und Warum des Arbeitens. Gut, ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Das wird gleich noch abgefragt. Nee, wir haben viel gehört zu diesem Thema, weil wir uns, wie ihr sicherlich schon das eine oder andere Mal mitbekommen habt, mitunter, die ersten Leute gehen schon, bitte verlasst uns nicht. Hier läuft gerade alles vor uns weg, weil wir uns natürlich mit dem Thema KI sehr viel auseinandersetzen und Algorithmen und die künstliche Intelligenz, die schleichen sich ja so langsam eben auch in die Arbeitswelt. Und manchmal ist das sehr erfreulich und sehr effizient und kann sehr viel optimieren und eventuell auch wirklich monotone Arbeiten von Menschen abnehmen. Und manchmal fragen wir uns auch ein wenig, ob das dann wirklich auch so schlau ist und vor allem auch so fair ist. Wir haben beispielsweise einiges gehört über Algorithmen, die Menschen auswählen, die also bei der Einstellung, also sprich bei den Human Resource Aktivitäten mittlerweile tätig sind, was ich jetzt semantisch wieder sehr lustig finde, weil es damit natürlich eigentlich nicht mehr Human Resources sind. Na doch, also die Technical Resources oder die Software Resources wählen Human Resources aus. Unsere Technical Resources fallen gerade wieder ab, nämlich das Licht ist nicht beständig in diesen Tagen. Gut, dass wir kein Cembalo in der Ecke haben, dann wäre das jetzt laut geworden. Also eigentlich wählen die Algorithmen ja schon die Menschen aus und in dem Zusammenhang ist es übrigens sehr interessant, darüber hat beispielsweise die Harvard-Forscherin Iris Bunnett ein ganzes Buch geschrieben, dass damit Diversity besser garantiert wird, normalerweise als wenn Menschen Menschen auswählen, weil Menschen eben dazu neigen, immer die Menschen auszuwählen, die sie sowieso schon mögen, weil sie ihnen ähnlich sind. Könnte uns nie passieren. Und weil Menschen dazu neigen, dass sie auch relativ unsystematisch da dran gehen. Man setzt sich mal zusammen und sagt, oh, wir spielen zufällig das gleiche Instrument, dann passen wir super. Spielst du auch eine horizontale Harfe? Oder? Ich spiele ein sehr klassisches Klavier und ein bisschen Posaune. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man dann plötzlich denkt, das muss ja funktionieren, hat aber leider überhaupt nichts damit zu tun, ob jemand im Job zu einem passt. Und außerdem sollte auch gar nicht immer oder sie zu einem passen, sondern viel wichtiger ist es ja manchmal, dass man komplementär Positionen besetzt. Das heißt, dass diejenigen, die mit einem arbeiten, anders sind als man selbst. Weil das, was man selbst gut kann, das kann man ja selbst gut. Und das müssen nicht alle anderen gut können. Aber das, was man nicht kann, das sollten die anderen besser können. Und insofern muss man eben genau danach suchen, nicht dasselbe auszuwählen, wie man selber schon kann. So, nach dieser Ausführung haben wir jetzt auch alle verstanden, warum Algorithmen in der Einstellung von Menschen besser sind als ich. Viel besser sind als einige Menschen. Nee, aber du hast da natürlich einen sehr guten Punkt. Thema Diversität. Ganz interessant ist, dass auf der einen Seite, wie du gerade sehr schön ausführtest, einige Vorurteile oder vielleicht auch einfach psychologische Begebenheiten, die wir Menschen nun mal mitbringen, durch solche Algorithmen entweder ausgeschaltet oder auf jeden Fall korrigiert werden können. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass selbst Algorithmen gewisse Vorurteile mit eingebaut bekommen. Also nur ein Beispiel, von dem ich gelesen habe, ist, dass gewisse Algorithmen beispielsweise ausländische Akzente
wenn es eine Audioprobe gibt bei der Einstellung, natürlich als schlechter bewerten, weil sie schlicht schlechter zu verstehen sind. Heißt also, sofort haben ausländische Kandidatinnen und Kandidaten oder vielleicht auch einfach nur Kandidatinnen und Kandidaten mit einem sogenannten Migrationshintergrund oder eben vielleicht auch ganz viel ausländischer Erfahrung dadurch, haben gleich eine schlechtere Chance. Und das ist eine Audioprobe. Eine Audioprobe, ich habe das jetzt abgeleitet von einer Stuhlprobe, aber das wollte ich eigentlich nicht erzählen. Aber jetzt hast du mich hier natürlich vor allem bloßgestellt. Also von daher, eine Audioprobe stelle ich mir so vor, das ist ein Input einer Stimme. Und darauf basierend wird dann bewertet, wie kompetent diese Person ist. Und dann eine audioelle Stuhlprobe, nenne ich das jetzt. Und das bedeutet, wenn jemand mit einem Akzent redet und dann möglicherweise auch für einen Algorithmus manchmal nicht so gut zu verstehen ist, kriegt er sozusagen eine schlechtere Bewertung. Korrekt. Und kommt dann eventuell viel schwieriger an einen Job ran, der aber ja beinhaltet, das ist natürlich wichtig, vielleicht gar nichts mit einem Akzent oder auch der Sprache direkt zu tun hat. Heißt also, da ist ja auch eine gewisse Unfairness drin. Deshalb könnte man sich ja fragen, was heißt denn eigentlich fair bewerten? Denn das wiederum sind ja auch Kriterien, die wir Menschen festlegen. Genau. Nichtsdestotrotz haben wir auch weitere spannende Beispiele jetzt gehört. Zum Beispiel haben wir auf dem Gipfeltreffen der Weltmarktführer von Herrn Schrömgens von Trivago erfahren, dass bei Trivago angeblich die Gehälter relativ gleichgestellt sind. Heißt also, fast alle verdienen das Gleiche, wohl nicht dasselbe, aber eben ein sehr ähnliches Gehalt. Dieser Gehaltspegel wird von einem Algorithmus erstmal festgelegt und dann benutzt Trivago angeblich einige Indikatoren, die bei gewissen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eine oder andere Richtung dann noch Erhöhungen oder Erniedrigungen darstellen. Du hast jetzt auch mit 7,1 ausgedrückt. Nochmal ganz simpel. Es gibt ein Programm. Das Programm sagt dir, wie viel du kriegst am Ende des Monats. So, und das war für die Weltmarktführerinnen und Führer im Publikum ehrlich gesagt ein Schock, weil es natürlich auch Hierarchiestrukturen durchaus gibt, die eigentlich immer anderes. Also die Audioprobe entscheidet über deinen Gehaltspegel. Korrekt. Und wenn das bei uns passieren würde, mit diesem Streamteam, wäre ich gleich schon mal echt arm dran, wortwörtlich. Aber Rolf Schrömgens hat ein paar wirklich tolle Sachen gesagt. Und zwar sehr entspannt, auf eine sehr entspannte Art und Weise, so dass ich wirklich auch das Gefühl hatte, das Publikum hat an manchen Stellen gar nicht so mitgekriegt, was der Revolutionäres erzählt hat. Aber dass zum Beispiel es keinen Sinn hat, Direktiven zu geben. Also dass das klassische Hierarchieverhältnis, was früher gerade am Arbeitsplatz eben herrschte, irgendwer oben oder vermeintlich oben sagt, was irgendwer vermeintlich unten zu tun hat, dass das vollkommen kontraproduktiv ist und dass es eigentlich darum geht, zu inspirieren, um die Menschen in den unterschiedlichen Teams dazu zu bringen, wirklich selber Ideen zu entwickeln. Das ist nicht revolutionär, aber es wird ja leider, müssen wir zugeben, an vielen Stellen immer noch nicht praktiziert. Und das war nur ein Beispiel von einer sehr kollaborativen Art und Weise des Zusammenarbeitens, die bei Trivago gepflegt wird. Die sitzen in Düsseldorf, haben auch ein sehr cooles Gebäude hier. Noch cooler als unseres? Nee, auf keinen Fall. Das kann man nicht sagen, aber es ist auch sehr cool und insofern auch sehr offen und damit also für diese Kommunikation, um die es eigentlich geht, wirklich total gut vorbereitet. Und das ist übrigens was wir hier auch haben. Wir haben also irgendwie jetzt mehr Kommunikationsmöglichkeiten. Ne? Beispielsweise diese Stühle, auf die man echt gut zusammenpasst. Ja, man kann die Höckerchen zusammenrollen und jeder kann sich da irgendwie irgendwo hinsetzen und mal kurz stehen bleiben und ein bisschen reden und so. Wir dürfen bei uns also endlich auch mal stehen bleiben und reden. Das war vorher unmöglich. Kurz einen Hinweis an Birgit, die gerade fragte, ob wir heute mal in der Redaktion sind oder wieder von einem Event aus Stream. Das ist tatsächlich unsere Redaktion, für die gerade zugeschaltet haben. Ein partizipantenfreies Event wäre das sonst ganz genau, im Moment jedenfalls. Ganz genau. Ja. Gott sei Dank haben wir hier auch Partizipanten, nämlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und du hast gerade schon gesagt, die Kommunikation ist hier jetzt echt bei uns ganz anders aufgestellt, weil wir viel mehr freie, offene Räume haben. Und die wollen wir euch jetzt auch mal zeigen. Genau. Super, wir nehmen euch jetzt also mit. Wir erschrecken jetzt einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da sehen wir schon Menschen. Wir können Menschen, ja mal einen Blick in die in den Online-Newsroom. Wir drehen uns jetzt auch mal um. Genau. So, was sehen wir denn hier, Miriam? Ja, da sehen wir halt sozusagen unsere Online-Redaktion. Und es ist da schon etwas fortgeschritten, da wird es nicht mehr ganz so voll, aber hier wird noch gearbeitet, konzentriert und mit dem Blick natürlich, wie meistens.
den Bildschirm gerichtet, weil das Ganze, was wir hier arbeitsmäßig machen, Inhalte produzieren, Ideen produzieren, ist natürlich schon etwas, was ganz viel auch dann trotzdem mit dem Computer passiert. Unter Umständen mit dem, den man immer in der Hand hat, nämlich dem Telefon, aber eben manchmal auch am Desktop-Computer, weil ja doch viele Software gebraucht wird, das ganze Content-Management-System, was wir da brauchen und so, das ist natürlich installiert auf den Geräten. Was auch ganz cool ist und neu installiert ist, das sind unsere, ich hoffe sehr, es funktioniert jetzt auch, das sind unsere Lampen, die nämlich angehen, wenn sich jemand bewegt. Habt ihr das gerade gesehen? Vermutlich ist der Effekt jetzt dann doch live nicht ganz so groß. Diese Lampe war eben aus und als Miriam und ich an den Tisch geschritten sind, ist sie sofort nach oben hin angegangen. Interessanterweise geht die dann auch entlang der Stärke der Bewegung an oder aus. Heißt also, wenn ich mich jetzt hier, wie ich das normalerweise tun würde, extrem bewegen würde, würde diese Lampe wohl noch heller und noch länger angehen. Ganz interessant hier. Und deshalb springe ich in meinem Büro erstmal ein paar Mal hoch und runter, damit das Licht dann angeht. Ja, das ist in der Tat so. Miriam geht generell erstmal in ihr Büro rein und veranstaltet einen kleinen Boxkampf, einen kleinen Tanz. Hier seht ihr jetzt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die also total kollaborativ an ihren Schreibtischen sitzen. Diese Schreibtische haben auch ein richtig cooles Feature. Wir zeigen euch da jetzt mal. Dürfen wir dich kurz stören, Johanna? Das ist unsere Kollegin. Hallo. Johanna Schade. Johanna, du stehst hier ziemlich cool an deinem Schreibtisch. Zeig das mal. Das heißt, du stehst so, wenn ich den ganzen Tag. Nee, ich stehe immer wieder zwischendurch, wenn ich da mal gerade Lust zu habe und genieße das sehr, nicht den ganzen Tag an den Schreibtischstuhl gefesselt zu sein. Magst du uns das mal zeigen, wie das funktioniert? Das ja. Ist total Rocket Science. Da drückt man auf den Knopf und dann geht's runter und dann geht's hoch. Ein Traum. Warum präsentieren wir euch das jetzt nicht? Weil wir nicht schon mal einen automatischen Tisch irgendwo anders gesehen hätten. Aber das ist für uns auf jeden Fall neu und es hilft uns wirklich. Wie Johanna gerade sagte, ist das sehr, sehr viel angenehmer, mal zu wechseln. Es ist gesünder etc. Wie ist es so mit der Kommunikation? Gibt es da Unterschiede zu vorher? Ja, absolut. Also was ich ja total genieße, ist, dass wir jetzt auch mal in der Hardware, nachdem ihr jetzt gerade so viel von Software und Algorithmen schon gesprochen habt, da auch mobiler geworden sind hier im ganzen Haus. Und das macht einfach wahnsinnig viel aus, wenn ich zwischendurch mir das Teil schnappe und einfach durchs Haus jagen kann und direkt mit den Leuten in Kommunikation treten kann, meine Sachen immer mit dabei habe, nichts mehr ausdrucken muss, ist großartig. Man kann ja auch noch irgendwie das auseinandernehmen, dann hat man so ein Tablet, auf das man auch schreiben kann. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit gehabt, mir das mal wirklich anzugucken, mache ich aber am Karnevalswochenende. Da hat man ja auch sonst nichts zu tun. Deshalb kann man sich mal in Ruhe ins neue Laptop einarbeiten. Aber das ist auch macht toll. Spaß. Ne? Ja, macht total Spaß. Lernt auch immer schön dann deine Schrift. Das ist cool. Hilft sehr. Ja. Okay, das ist bei meiner Schrift macht's auch macht wirklich sehr möglich. Viel schneller. Gut, dann gehen wir mal weiter. Schreiben sich von selber. Viel Spaß. Ach, sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. So, jetzt hier einmal ganz wichtig. Was ist denn dieses Zeichen? Wer kommt drauf? Ja, das ist tatsächlich das Büro unserer Leiterin. Das ist nämlich Miriams Büro. Willst du uns gerade deinen Tanz kurz vorführen? Genau, ich gehe jetzt mal und mache. Es wird Licht. Es wird auch gleich hell. Es wird auch gleich irgendwann hell. Achtung, wenn ich jetzt noch ein bisschen mit euch springe, irgendwann erkennen dann auch diese Lampen. Da. Ja, jetzt funktioniert es super. So, Miriam, was gefällt dir am besten in diesem Büro? Mir gefällt am besten in diesem Büro dieser farbenfrohe Teppich, mit dem man sozusagen gleich ein gewisses heimeliges Moment und auch eine kleine Brechung in den Farbstrukturen erreicht. Der wird auch wieder aufgenommen, der findet sich dann auch an verschiedenen Stellen in der Redaktion nochmal in der Farbkonstellation. Und was ich auch mag, ist, dass hier alles so ein bisschen durcheinander ist. Das heißt, die Formen der Stühle und die Rottöne etc., die sind nicht alle gleich, ja, so spießig gleich, sondern sie sind unterschiedlich. Und dann sitze ich auch an diesem Schreibtisch gerne. Es ist leider einer, den man nicht hochstellen kann, was dazu führt, dass ich gelegentlich auch einfach da draußen rumstehe und die anderen belästige, wenn ich was am Laptop schreibe zum Beispiel, weil das dann einfach zwischendurch schön ist, mal zu stehen. Aber ansonsten, glaube ich, können wir sagen, sitzen wir hier gerne. Ne? Ja, man kriegt hier auch 8 bis 10 Leute rein, die greifen sich dann irgendein Sesselchen, alle sitzen hoch oder niedrig durcheinander und das ist eigentlich sehr entspannt tatsächlich. Anja sagt gerade, der Bewegungsmelder hält ja fit. In der Tat. Wir bewegen uns wirklich sehr, sehr viel mehr und bewegen uns jetzt auch mit euch aus dem Leiterinnenbüro und zeigen euch jetzt den heiligen Raum der Vivo. Das ist der Konferenzraum. Dort wird täglich und wöchentlich die Wirtschaftswoche geplant und besprochen. Und heute am Mittwoch wird sie dann
Moment, ist heute Mittwoch? Ja, heute am Mittwoch wird sie fertig gemacht. So, wo gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt einfach die Redaktion weiter entlang, die sich hier wie ein U durch das gesamte Gebäude zieht. Wir können mal hier einen Blick in die Küche werfen. Wahrscheinlich ist sie nicht aufgeräumt, aber das muss uns ja nicht. Ja, gut. Das war die Küche. Das war die Küche. Genau. Ja. Ich glaube, das kann man gut sehen. So. Und jetzt kommen wir in den offeneren Bereich des Unternehmensressorts. Hier wird kommuniziert. Hier wird kommuniziert. Wir können gleich stehen bleiben, weil hier ist der Kollege, den wir jetzt gleich fragen wollen. Das ist nämlich Christian Schlesinger. Wie ist es denn so hier eigentlich? Ja, es ist durchaus ungewohnt erstmal. Ja. Es hat seine Vor- und Nachteile. Es ist ein großes Büro mit viel Durchgangsverkehr, rechts, links, wie so eine Autobahn. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also, aber läuft. Was ist der Vorteil? Also die Leute rennen hier vorbei und das nervt, oder ist es auch gut, wenn man einfach Dinge, wie jetzt gerade gesehen, schnell klären kann? Es nervt vor allem, dass Leute vorbeilaufen, die eigentlich mit der Wirtschaftswoche nichts zu tun haben. Okay. So kleine Besuchergruppen, die dann morgens immer vorbeikommen. Oder so Streamteams. aus anderen Abteilungen. Was gut ist, ist schon so, dass man mehr mit Leuten in Kontakt kommt, die aus anderen Ressorts sind, wo man früher den Kontakt nicht hatte. Es hat aber auch den Nachteil, dass wenn man telefonieren will oder wenn man sich unterhalten will, dass die anderen Leute dann schon auch gestört sind. Ne? Also einige Leute konzentrieren sich und dann ist das schon auch ein Problem, wenn dann die Leute sich unterhalten oder telefonieren. Dann muss man in eine der Rückzugsräume gehen, ne? Ja, die gibt es, aber es hat ja jeder seine eigene, eigenes Telefonierverhalten. Einige schreiben direkt in den Rechner rein, die anderen sprechen laut, gestikulieren. Das will man natürlich nicht vor Leuten machen, deswegen ist es natürlich schon auch ungewohnt, muss sich daran gewöhnen, dass man dann, das Rückzugsraum, das Büro ist ja nicht so weit entfernt, da muss man da hin drüber gehen, das geht schon, aber man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, das glaube ich. Wir zeigen einmal das Rückzugsräumchen, wo man sozusagen dann auch sich hinsetzt. Vielen Dank. Erstmal. Das ist hier. Hier kann man also eine sehr dicke Tür zumachen und dann hört man wirklich nichts mehr. Mal tanzen. So, dann geht das Licht. Das ist einfach so zum Sitzen und irgendwie mal in Ruhe was eine Geschichte runterschreiben oder ein Telefonat führen. Gut, weiter geht's. So. Wen haben wir denn hier noch? So, da steht noch eine Kollegin. Die ist aber gerade ganz eifrig am Titel. Die schreibt wahrscheinlich gerade die Titelgeschichte. Meine Damen und Herren, Lynn Freitag. Ja. Lynn, du stehst an deinem Schreibtisch. Ja, der höhenverstellbar ist. Und wie finden wir das? Das ist einer der Vorteile des neuen Büros. Doch, das kann man so sagen. Nee, das macht mich sehr fröhlich. Was hat sich denn für dich noch so verändert? Ja, wie man sieht, sind wir jetzt wirklich hier mit 6 Mann an einem Tisch. Also das ist die volle Großraumpackung, kann man da glaube ich schon sagen. Das war vorher ein bisschen anders, aber ich finde es eigentlich ganz nett. Es ist ein netter Tisch, das ist ja das Wichtigste. Und das ist wie eine WG fürs Arbeiten im Grunde, ne? Wenn irgendwie der Tisch gut ist, dann kann man... Irgendwie schon, genau, dann kann man vieles ertragen, das stimmt. Dann gibt es hier Weingummi zum Beispiel, es gibt... Raffaello. Es gibt aber auch Obst da drüben. Das möchte ich auch, das extra arrangiert. Ja. Einiges. Sehr schön. Und wie läuft das bei euch mit der Kommunikation? Ja, das ist ehrlicherweise ein bisschen weniger geworden. Also aus Rücksicht einfach, klar. Aus Rücksicht, ja, weil, wir sind dann so ein bisschen verstreut im Ressort und das ist tatsächlich ein bisschen doof. Also manchmal sieht man sich schon, aber man redet halt den ganzen Tag nicht. Also das war vorher, als wir so ein kleines geschütztes Räumchen mit 4 Leuten hatten, schon ein bisschen einfacher. Jetzt muss man halt aufpassen, dass wir mit unseren Themen dann nicht die anderen Kollegen nerven. Aber redest du dafür mehr mit anderen außerhalb des Ressorts? Das auf jeden Fall. Also ich glaube, mit den Kollegen aus dem Geldressort, die jetzt neben uns sitzen, habe ich vorher noch nie ein Wort gewechselt. Das hat sich jetzt auf jeden Fall... geändert doch. Das in der Küche, man begegnet sich, also das auf jeden Fall, das stimmt. Spannend. Cool. Ja. Okay, Dankeschön. Vielen Dank. Also wir gehen nochmal ein Stück weiter. Es gibt nämlich eine interessante Beobachtung, die ich eben gemacht habe. Okay. Die hat sich der Kollege jetzt auch schnell zurück. Ja. Das, meine Damen und Herren, ist das Büro der Herausgeberin.
Miriam hat sich ganz bescheiden in diese Ecke verzogen und das reicht ihr auch. Das ist einfach. Ich habe das eben entdeckt und habe gedacht, das ist sehr lustig, weil ich glaube, den Stuhl hat genau bestimmt jemand dahin gerollt, in der Erwartung, dass das irgendwie eine Ecke sein könnte, wo man dann eben tatsächlich sich zurückziehen kann und vielleicht einfach mal irgendwie eine Runde telefonieren kann oder kurz mal unbeobachtet sein kann, um einen Apfel zu essen oder sonstige schlimme Dinge zu tun. So, wir sind jetzt quasi einmal durch das halbe Büro gelaufen. Wir haben eine ähnliche Form noch auf der anderen Seite. Genau. Da ist dann die Bildredaktion, unsere Layouter etc., also die Produktion des Heftes. Hier ist ja eher die Redaktion. Und dann kommt natürlich vorher noch die Chefredaktion. Wir haben also einiges ausgelassen, aber wir haben euch, glaube ich, so die größten Veränderungen auf jeden Fall mal vorgeführt. Ich fand es ganz interessant. Die Kommunikation verändert sich auf jeden Fall. Ich glaube, man muss ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Ist aber ja auch vielleicht für ein großes Team, für eine große Gruppe mal ganz interessant. Und man begegnet vielleicht Menschen, haben wir eben gehört, mit denen man ansonsten nicht so viel spricht. Das ist manchmal ja sehr, sehr befruchtend. Was inspirierend sein kann, inspirierend, sozusagen. Ja, ganz genau. Blick über den Tellerrand. Ja. Ganz genau. Laura mag die neuen Büros, das Anja ist wunderbar. Auch. Ja, aber manches auch. Muss ich auch noch einspielen. Also ja. Wir haben hier auch noch immer irgendwie Aufzüge, die nicht fahren, gelegentlich, wie das halt so mit jedem neuen Gebäude ist, ob privat oder beruflich, muss man erstmal gucken, dass sich das alles ein bisschen einspielt. Und das findet gerade statt. Da sind wir noch mitten im Prozess, weil wir auch gerade erstmal, ja nicht mal zwei lange, Wochen hier sind, sagen, 10 Tage. Wie lange sind wir hier? 10 Tage 10 sind wir hier Tage. Eingezogen und genau. Da ist noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Da ist noch Potenzial und wir bereiten uns jetzt hier in diesem neuen, wunderschönen Büro, wir sehen schon, vielen Dank, hier kommt schon Essen und Getränke. Wir bereiten uns jetzt auf einen Besuch vor. Wir haben gleich eine Leserrunde hier und freuen uns sehr darauf. Und wir melden uns eventuell nächsten Mittwoch wieder, glaube ich. Genau, also auf jeden Fall nächste Woche. Ganz genau. So, gut. Wir freuen uns drauf. Soweit die Toulouse Allee und die Redaktion der Wirtschaft. Auf einen schönen Abend. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau, einen schönen Abend. Mal was los bei uns. Tschüss. Nie langweilig. Au revoir. Tschüss.